Danke, Justus. Warst du eigentlich Marlene gelassen? Schläft noch. Künstler eben. Warum? Na, hast du schlecht geschlafen? Ganz im Gegensatz zu dir wahrscheinlich vorzüglich. Wie kommst du darauf? Ach komm schon, Tanja. Dein Geld langweilt sich, dein Freund langweilt dich. Da muss man doch verzweifeln. Keine Sorge, wir amüsieren uns, und zwar auf deine Kosten. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich würde euch gerne etwas sagen. Beruflich in dieser Zeitung ist heute mein Artikel über Arthur Fromm erschienen. Arthur Fromm? Wir waren doch neulich erst mit ihm zum Essen verabredet. Auf jeden Fall verliert er bald sehr viel Geld, wenn dieser Artikel stimmt. Ich musste diesen Artikel veröffentlichen. Und ich möchte mich gerne für alle eventuellen Unannehmlichkeiten entschuldigen. Unannehmlichkeiten? Sebastian? Hagen? Der Fromme Gruppe befinden sich seit Handelsbeginn im freien Fall, Tendenz weiter sinkend. Hier auf dem Frankfurter Parkett spekuliert man, wie es dazu kommen konnte, dass sich der Konzern so derartig verhoben hat. Berichte vom Häupt... Wisst ihr, was das bedeutet? Wir können kaufen! Hast du eben nicht zugehört? Fromme besitzt unsere Kredite und hat sie auf die Landsteinbank verschoben. Wenn wir jetzt kaufen... Die Bank ist völlig marode. Das ist wie eine Blase, die jederzeit platzen kann. Aber lernst du eigentlich nie dazu? Noch ist sie nicht geplatzt. Sie liegt nur am Boden. Und so billig bekommt er sie nie wieder zurück. Ja, natürlich, weil es sie nicht mehr lange gibt. Ich fürchte, Ansgar hat recht. Die Bank ist nichts mehr wert. Also, Sebastian, wundert mich ja nichts mehr. Aber du hast doch normalerweise ein bisschen mehr Geschäftssinn. Ein Unternehmen wie unsere Bank geht so schnell nicht unter. Wir haben einen Namen. Und wenn die Bank erst wieder in unserem Besitz ist, dann werden auch die Anleger ihr Vertrauen zurückgewinnen. Vertrauen? In was denn? In geplatzte Kredite, gefälschte Bilanzen? Vielleicht in dich als Geschäftsführer? Es ist unsere Chance, Vater. Mit welchem Geld willst du das überhaupt bezahlen? Ja genau, Sebastian. Erzähl uns doch mal, wem du damit Tür und Tor öffnen möchtest. Du willst Tanjas Geld nehmen? Vielleicht überlässt ihr gleich noch deinen Schreibtisch oder überschreib ihr doch das Schloss. Sag mal, hast du sie eigentlich noch alle? Die Bank war immer das Herzstück der Firma. Und sie kann es auch wieder werden. Sie gehört der Familie. Nicht, wenn sie uns ruiniert. Also unter diesen Umständen würde ich keinen Cent in diese Bank investieren. Und ich rate dir dringend, das auch nicht zu tun. Sebastian, gut, dass du kommst. Ich habe mit unserem Makler gesprochen. Fromme wird verkaufen und wir sind die Ersten auf der Liste. Ich brauche eine Unterschrift für die Bankvollmacht. Die eine Hälfte kommt von meinem Konto und die andere aus eurer Portokasse. Hm? Was ist? Gut. Nur... ich hab's mir anders überlegt. Meinst du, Ludwig beruhigt sich wieder? Ach, bestimmt. Sobald Sebastian von seinem dämlichen Plan Abschied nimmt, unser letztes Geld in diese marode Bank zu versenken. Ich habe ihn noch nie so ärgerlich gesehen. Ach, was soll's. Ist ja nicht deine Schuld, dass dieser Laden in Schwierigkeiten ist. Du hast nur deine Arbeit gemacht, als Journalistin. Hey, ich bin stolz auf dich. Wenn man sich liebt, dann unterstützt man sich gegenseitig bei schwierigen oder riskanten Entscheidungen. Weil der Erfolg des Partners auch der eigene Erfolg ist. Das ist das schönste Gefühl der Welt. Die Landsteinbank ist das Herzstück der alten Holding. Und sie wird nächste Woche Konkurs anmelden. Wer verdammt noch mal sagt das? Es ist zu riskant. Mein letztes Wort. Wir brauchen Ludwigs Hilfe nicht, um diese Bank zu kaufen. Hör endlich auf, Papis kleinen Sohn zu spielen und triff deine eigenen Entscheidungen. Nur weil mein Vater und ich mal einer Meinung sind, ist...
Man sollte dieses Gefühl so lange wie möglich auskosten. Denn es ist teuer erkauft. Nicht rangehen? Keine Lust. Es wird bestimmt jede Menge Anfragen. Hey, es ist deine Show, du wirst ja dein Publikum nicht enttäuschen. Von Lahnstein? Hallo, Matteo. Ja, natürlich habe ich das geprüft. Das ist ja wohl ein Witz. Natürlich dementiert Frommes Büro das. Ich werde das beweisen. Was ist denn los? Das war mein Chefredakteur. Er sagt, meine kompletten Informationen sind falsch. Und Fromme hat seine Bücher offengelegt und eine Gegendarstellung erzwungen. Ach, Blödsinn, du hast richtig recherchiert. Es ist doch klar, dass er eine Gegendarstellung will. Wer weiß, wie teuer er die erkauft hat. Ja, das werde ich jetzt auch beweisen. Lydia, ich warte mal. Wer etwas riskiert, der muss wissen, man kann auch scheitern. Die Unterlagen sind weg. Ach was, die hat vielleicht Justus irgendwo hingeräumt. Nee, er hat versprochen, nichts anzurühren. Scheiße, das gibt es doch nicht. Das Ding ist auch weg. Oh Gott, weißt du, was das bedeutet? Ich ruf mal den Sicherheitsdienst. Wer auch immer das war, der kann doch nicht weit sein. Er kannte sich auf jeden Fall sehr gut aus. Ansgar, was ist, wenn es jemand aus der Familie war? Nein, das glaube ich nun wirklich nicht. Also, so weit würde niemand gehen. Nicht mal Sebastian. Wer hochpokert, kann tief fallen. Aber das begreift man erst, wenn es zu spät ist.